Wenn man die Haupthandlung durchgespielt hat, heißt das nicht, dass man seinen Helden nur an den Nagel hängen muss. Einige Quests sind erst dann verfügbar, wenn man die Welt vor Lucienne gerettet hat. Aha. Heutzutage gibt es nur noch wenige, die sich an eine blinde Seherin namens Theresa erinnern, die vor 500 Jahren lebt und an einen uralten Helden. 500 Jahre sind es nicht 400, wie gesagt wurde. Wacht auf! Der Tag bricht an! Juhu! Wow! Ihr trefft ja überhaupt nicht! Wo ist der? Irgendwer hat nach einem Autogramm gefragt, aber hier steht niemand bei mir. Seid ihr noch nicht? So, der will was? Was wollt ihr tun? Hallo. Klasse. Das ist Top-Qualität. So. Ihr seht aber gut. Ich wollte ihm jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie man ein Autogramm gibt. Gegrüßt klingen. Geschenk? Verschiedenes? Nein. Bücher und Dokumente vielleicht? Nein. Pff, Geschenke. Autogramm? Wo sind denn die? Ach, da Autogrammkarte. Ich hoffe, das war der richtige. Hey, ein Spitzengeschenk. Danke. Sehr gerne. Jetzt verrat mir mal, wo der Gargoyle hockt. Tolles Geschenk. So, Dorfbewohner Tim ist hin und weg. Da freue ich mich. Da ist der Kutschenfahrer. Huch, Kutschenfahrer? Nach Oakfield. 8 Goldstücke. Ah, okay. Es wäre toll, wenn ich ein Autogramm haben könnte. Ja, wer sagt denn das? Es wäre toll, wenn ich ein Autogramm haben könnte? Ach, das war die Kleine hier, glaube ich. So. Lalala. Erstmal kurz unterhalten. Ich hätte gerne ein Autogramm. Ich bin ein großer Fan. Ach, du warst das? Kann ich ein Autogramm von dir haben? Alter, ich komme hier nicht mehr hinterher, Freunde. Ich muss doch mal ganz kurz gucken. Nee, das war nicht so, ne? Das war... So, sozial. Ach, Alter, jetzt geh mal weg, du Scheißmenü. Das ist ein bisschen... Nicht schlecht. Das wird toll. Weiter so. So, hier, Geschenk. Geschenke. Ich hab leider nicht so viele. Ich hab nur noch 4 Autogrammkarten. Oh, das ist toll. Die wollte auch das eins. Das war hier. Was du wohl hättest wirklich gern... Bitte sag nicht, du hättest gern ein Autogramm, ey. Ganz ehrlich, irgendwann... Das schafft man doch gar nicht hier. Moment. Ein Autogramm. War ja klar. Was für ein tolles Geschenk. So, hier erstmal hallo. Haltet eure Geldbeutel. Ja, du bist eine Prinzessin, ich weiß. Die beste Prinzessin aller Zeiten sogar. Und dafür gibt es natürlich ein schönes Geschenk, was... naja... Verstehe ich nicht. So. So toll wie meine Lage. Ich kann euren Mund noch bis hier drüben riechen. Ja, wo ist denn hier drüben, Alter? Sag das doch mal. Huch. Ich finde diesen Gargoyle einfach nicht. It's driving me into the... Hier oben ist er nicht drin, nee. Bei euch wird mir ganz warm. Ja, dann, nee, zieh dich aus, wollte ich sagen. Einfach nur, damit er kühler ist, aber das missinterpretiert man natürlich wieder. Hier war doch gerade einer mit dem Ausrufezeichen. Ein Wachmann. Wo ist der Wachmann? Lasst uns etwas Spaß haben. Ach, Poppy. Ich weiß schon, warum die so heißt. So, erstmal kurz Schatzi hallo sagen. Hallo, Schatzi. Huch, was ist denn das für eine Kaffeetasse da unten? Euch würde ich nie zurückweisen, Schatz. Ach, okay. Zu mir oder zu dir ist das also. Huch. So, aber ich kann die jetzt ja nicht mitnehmen. Deswegen muss ich leider sagen... ich muss dich leider entlassen. Du bist gefeuert. Lebt wohl.
Wie lebt wohl? Wir sind verheiratet. Ich komme doch bald wieder. So, ja, ja, ich kann einwilligen. Das will ich aber momentan noch gar nicht. Wir haben herrliche Edelsteine. So, ja, ja, verdientes Gold. Ich muss... Habe ich den Laden eigentlich schon gekauft? Nee, noch nicht, ne? Alles klar. So, mal gucken, ob wir Waffen kaufen können. Wir haben noch 28.000 und er hat wieder Waffen dabei. Das heißt, wir kaufen uns mal wieder alles. Ja, Preise sind eigentlich soweit in Ordnung. Sind jetzt leider nicht mehr ganz so günstig, weil ich glaube, die 10 Tage sind um. Aber immerhin kriegen wir dadurch wieder ein bisschen Kohle. Lalalala, rostiger Hammer, rostiger dies, rostiger das. Wir kaufen alles auf und verkaufen alles drüben. So, Preise minus 25%. Ja, verbleibende Zeit. Jetzt hat er nur noch ein Viertel Rabatt. Schön, euch zu sehen. Hast recht, aber vielleicht kaufen wir den Laden dann einfach. Was war das denn gerade? Wo ist denn... Ach, hier ist der. Hier ist die Besitzurkunde. Wie viel kostet der Laden? 49.000. Okay, wir kaufen den vielleicht später. Fragt ihr euch auch, warum dieser Ort nicht Brownstone heißt? Ob es ein Elfenheldin. Jetzt. Woher habt ihr diesen schönen Mantel? Jetzt redet er in meinem Kopf. Ich habe schon wieder nach Dingens gesucht, nach dem Golem. Ich finde die hier einfach nicht. Ich bin blind. Mit Blindheit geschlagen. So, wir verkaufen mal kurz die Waffen. Dann folgen wir der Queste. Und ich glaube, unser Händler da vorne an der Straße, der kleine Händler, den wir gekauft haben, der hat, glaube ich, gar keine Waffen mehr oder so. Oder der braucht immer ein paar Tage für eine Lieferung oder sowas. Wenn ihr genug Immobilien kauft, könnt ihr zum König oder zur Königin gekrönt werden. Erwartet keine königliche Macht, aber der Ladebildschirm ist vorbei. Ja, das ist ja mal was. Nehmen wir als Aufgabe, ne? König werden ist, angemessen. Es ist angemessen. Da kommt man nicht hoch. So, Geschenkehändler können wir auch nochmal anhauen. So. Immer ein Vergnügen, euch zu dienen. Die kaufen wir. Schön, mit euch Geschäfte zu machen. Vielen Dank, vielen Dank. Vergoldete Blumen? Wow. Damit könnt ihr nichts... Hoffentlich habt ihr Freude daran. Parfüm-Koboldträne. Nanü? Aus einer Auswahl der besten Kobolde. Die Hersteller legen Wert darauf, sie für den extra süßen Geruch reine Freudentränen weiden zu lassen. Diesen Kauf werdet ihr nicht bereuen. Ring ewige Liebe. Amethyst hübscher als Ewigkeitsring. Edelschokolade, Liebestrank. Was macht der Liebestrank? Ach, den haben wir schon gehabt. Blumen mit Honigduft. Vergoldete Blumen lesen wir auch nochmal ganz kurz. Als wäre ihre natürliche Schönheit nicht genug, wurde dieser Rosenstrauß mit 14-karätigem Gold überzogen. Die Augen des Objekts eurer Begierde werden vor Gier und Habsucht strahlen. Ach, das ist so romantisch. Ring ewige Liebe. Liebe mag nicht materiell sein. Das kann ich wirklich empfehlen. Liebe mag nicht materiell sein, aber der teuerste Ring der Welt schadet nie. Verzaubert einfach jeden Finger. So, Massivgold-Halskette. Schmuck wie dieser ist der Grund, aus dem reiche Leute stahlverstärkte Hälse haben. Eine unserer besten Waren, sehr zu empfehlen. Eine exquisite Halskette aus den feinsten und seltensten Materialien. Diamant, der seltenste aller Edelsteine, macht das Objekt eurer Begierde garantiert wild vor Leidenschaft. Oh, das kann ich wirklich. Ja, ja, ist mir gerade aber zu teuer. So, bist du Waffenhändler? Du bist Waffenhändler, ne? Ich helfe euch gerne. Vielen Dank, da wirst du auch gleich zu tun haben. Ja, ja, mach du mal. Ja, 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 ich hab hier. Nee, bitte. Hier, nimm alles. Einfach Klappe halten, alles aufkaufen, was wir haben. Ich bringe Dinge. Dinge bringe ich. So. 43.000. Und jetzt guck ich mal ganz kurz, wieso konnte ich denn... Hast du recht? So, das verkaufe ich nochmal. Ich hoffe... Wenn nur alle so wären wie ihr. Jetzt müsste ich die Schmiede vorne aufkaufen, denn da könnten wir dann nochmal einen Rabatt rausholen. Da würden wir jetzt quasi fast nochmal die ganze Kohle ausgeben, aber das wäre vielleicht, das würde sich wahrscheinlich sogar noch lohnen. Denn da können wir dann immer Waffen kaufen für günstig und verkaufen die hinten nochmal für teuer. Weißt du? Verstehst du schon, ne, was ich rede? So, wir müssen, wo müssen wir eigentlich hin? Habe ich wieder vergessen. Wir haben irgendeine ganz tolle Aufgabe. Ach ja, wir müssen ins Kuh und Korsett.
Halt ich. Lieber Schmied, habt ihr denn noch Waffen wieder? Natürlich bekommt ihr einen Rabatt. Ausverkauf, da gibt's momentan nichts zu holen. Schaut in ein paar Tagen wieder rein und ich guck mal ganz kurz, ob wir hier nicht... Ah, ist so teuer, ne? Boah, nee, können wir uns immer noch nicht leisten. So teuer ist das schon. Ich wollte gerade überlegen, aber dann machen wir das nächste Mal. Wir könnten auch einfach schlafen und dann weitermachen. Wer ist das denn da hinten? Hallo, hallo, hallo. Würde es euch gefallen, Geld zu verdienen, indem ihr das Land von Kriminellen und Monstern befreit? Natürlich. Ihr vertretet Recht und Gesetz und beschützt eure Mitbürger. Alter. Was meint ihr? Ich bin dabei, Junge. Ich hab das schon angenommen. Exekutionsfahndungsplakat, Info. Diese versiegelte Schriftrolle erhält die Einzelheiten über die Angreifer, die ihr vernichten sollt. Mit erfahrt ihr mehr über ihren Inhalt. Wundere eure Sittlichkeit. Weidmanns Heil! So, befolgt die Anweisung auf der Nachricht. Albion braucht euch, um den Frieden zu bewahren. Das Lager in Bauertümpel wird wieder von Banditen angegriffen. Die Dorfbewohner sind hilflos und die meisten können sich noch an die furchtbaren Zeiten erinnern, als sie von Thag terrorisiert wurden. Helft den Dorfbewohnern und beseitigt die Banditen. Dinge. Es ist mir eine Ehre, euch zu kennen. So, wir müssen mal ganz kurz Banditen schlachten. Danach können wir uns ins Kneipenkorsett, ins Kuhkorsett setzen. Jetzt lauft doch nicht so, Mädchen. Ich jetzt. Hallo, Gefatten, Tor. Ihr trefft mich in. Alter, der Gargoyle, das kann doch nicht sein. Schön, euch zu sehen. Bin ich blind? Der ist bestimmt so offensichtlich, dass ich ihn einfach nicht sehe. Hängt ihr wahrscheinlich unten irgendwo rum und ich suche den ganze Zeit oben. Ich sehe den gerade überhaupt nicht. So, wir gehen mal ganz kurz ein paar Banditen vernichten, wie bereits erwähnt. Und anschließend folgen wir der Spur ins Kuh und Korsett. Für die meisten Bewohner von Albion sind die Tugenden der alten Helden, Stärke, Können und Willen nichts weiter als einfache Kindergeschichten geworden. Wenn das Spiel zu dunkel ist, könnt ihr die Gamma-Einstellung im Optionenbildschirm an... Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Wobei, ich habe die Einstellung, ich habe jetzt eh einen Filter die ganze Zeit drüber laufen, damit es auf YouTube alles ein bisschen heller ist, vor allen Dingen die Nachtszenen und so, habe ich alles mal ein bisschen aufgehellt. Beim Videokodieren wird es dann automatisch für euch ein bisschen heller und hier sieht es dann noch ein bisschen knackiger. Oh, wie geil das gerade aussieht. Ich feiere das ja ein bisschen. Na, Hundi, hast du ein paar Käfer aufgespürt? Die sind doch gerade mal egal. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß, Hund, ich weiß. Wir holen uns die später. Händler für Haustierzubehör. Für euch gebe ich mein Bestes. Gummiball, Leckerli, holen wir uns natürlich alles. Vielen Dank für den Halsband des Heiligen Himmels, 30,50. Ist alles so Ein-Stern-Sachen. Ich weiß nicht, ob es was Besseres gibt. Ich warte mal einfach auf was Besseres. Vorher lohnt sich es einfach noch nicht. Ach, Bauer Tümpel ist unser Heimatdorf. Und das wird angegriffen von Banditen? Ne. Ihr Schweine! Ihr lasst meine Freunde in Ruhe, meine Familie! Die einzigen Menschen, die ich noch habe im Leben. Sehr gut, Hundi. So, er hat gerade eine Waffe aktiviert, das heißt, wir können ihn wegschlagen. Den Boss hat's dann erstmal den da. Wenn einer blockt, immer gleich den anderen wegwemsen, das geht ganz gut. Nein, nein, ich teile mich auf. Ihr Spaten. Ach, na komm. Der sollte wohl durchgehen.
Vielleicht der hier. Kehrt zur Wache zurück. Ich glaube, wir haben eine kleine Nebenquest erledigt. So kehren wir denn. Zurück natürlich auch. Und da kehren die Bürger zurück in ihr Dörfchen. Wieder einmal hat das Gute gesiegt über das Böse. Ich brauche dringend was zu essen. Das Gute braucht was zu essen. Na, komm, was soll's. Die geschenkte Erfahrung können wir ja einmal mal mitnehmen. Und dann laufen wir wieder zurück. Hallo, Räuber Hotzenplotz. Und wir laufen zurück. Ich hoffe, er hat nicht auf uns geschossen. Sonst gibt's bald einen toten Räuber Hotzenplotz. Händler für Haushilfe. Okay. So, laufen wir zurück nach Bowerstone, wo es hoffentlich nicht mehr 27 Stunden Reise. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch gerade Nacht sein, aber 3 Stunden weiter. Ach ja, ach ja. Ihr könnt die Helligkeit des leuchtenden Pfades im Spieloptionenbildschirm anpassen oder ihn ganz ausschalten. Ich glaube, wenn ich ihn ganz ausschalte, bin ich komplett aufgeschmissen, um ehrlich zu sein. Ohne den Pfad wäre ich geliefert. Ach so, hallo Wache. Danke, Bürger. Ihr verdient es. Was verdiene ich denn? 991 Gold, oder? Dank eurer Bemühungen ist Albion etwas sicherer geworden. Gold 1500, yeah. Ein bisschen Ehre, also ein bisschen Ruhm wäre eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Den braucht man ja immer noch. Inhalt wird gespeichert. Geht zum Kuh und Korsett. Das machen wir auf jeden Fall, aber wir müssen auch dringend mal schlafen. Findet man den bei Nacht vielleicht besser? Nee. Das sind reflektierende Fenster. Wo kann der denn nur stecken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich verschwinde ja schon. Da flog gerade oben irgendwas. Und hier sieht es ja schon mal ganz gut aus. Sieht so aus, als hätten wir ja schon ein bisschen was eingekauft. Oh. Ihr habt eine komische Art, eure Liebe auszudrücken. Was? Du bist gut genug, um Entschuldigung zu nutzen. Ihr habt das Ausdrucksmittel Entschuldigung gelernt. Muss ich mich jetzt entschuldigen? Die dachte, ich komme nie zurück. Ich war doch gerade erst da. Wo ist sie überhaupt? Liegt die da im Bett? Wo ist die denn, Alter? Es ist mitten in der Nacht. Wo treibt sich die Alte wieder rum? Ich habe mich ja an unsere Möbel gewöhnt. Aber wir könnten sie auch austauschen, oder? Natürlich. Guck mal hier. Sieh mal einer an. Das ist wundervoll, mein Schatz. So, ja, da sagst du was. Ich kenne euch gar nicht. Wieso sollte ich was für euch einmal mal aussehen ändern? Was ist das denn für eine unverschämte Persönlichkeit? So, jetzt haben wir gut geschlafen. Jetzt können wir wieder raus. Vielleicht ist der Look hier jetzt wieder out. Man weiß es nicht genau. So, Fräuleins. Ach, hier ist das. Das ist ja direkt nebenan. Wo ich wohne? So, toller Anmachspruch. Und wo findet man Konkubinen? Gibt es einen Konkubinenladen? Ich sehe euch. Gut, gut, gut. Noch ein Angebot? Oh je, so viel neugierige Geister. Was? So viele wollen Luciens schmutzige Geheimnisse erfahren. Mhm. Alles, was ihr wissen wollt, ist niedergeschrieben. Und ich weiß wo. Wo denn? Und hier ist noch etwas niedergeschrieben. Mein Preis.
Lass das niemanden sehen. Jeeves Nachricht. So ein Schweinehund, alter Schwede. 1000 goldene Stücke und kein Pfennig weniger. Oh, Pfennige gibt's ja auch. Mein letztes Angebot. Nehmt an oder lasst es. Lucians Tagebuch ist eine spannende Lektüre, so viel steht fest. Ein privater Sammler hätte sicher in seinem privaten Heim einen Ehrenplatz dafür. Wenn ihr nichts anbieten wollt, überlasst ihr mich besser meinem Whisky. Ja, Gollum. So, wir müssen natürlich erstmal... Jetzt geh mal weg hier, Oma. Mann, ist das schlimm. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, jetzt ist ja wieder Tag, jetzt gucken wir mal ganz, ob der Händler vielleicht ein bisschen neue, ein paar neue Schwerter bekommen hat, dann können wir uns die 1000 nämlich besser leisten. Ein paar neue Schwerter will er also holen, der kleine Händlersmann. Naja, aber für den Jeeves brauchen wir auch Kohle. Der alte, knickrige Diener, alter Schwede, verkauft die ganzen Geheimnisse Luciens. Dass der keinen Schiss hat, einer aufs Maul zu kriegen von Lucien, der findet den doch. Vor allen Dingen, weil er jetzt eine Scherbe des alten Reiches kontrolliert oder was auch immer. Naja, ich bin gespannt, was in dem Buch drinstehen wird.